Was bietet Ihnen unser Klausurenkurs? Ich glaube, zwei ganz elementare Dinge. Das eine ist natürlich eine inhaltliche Abstimmung aufs Bayerische Staatsexamen, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Das, was uns aber darüber hinaus ganz wichtig ist, ist Ausredensicherheit. Was soll Ausredensicherheit bedeuten? Klausuren schreiben macht nicht so wahnsinnig viel Spaß. Meist, vor allem am Anfang, ist es sehr frustrierend, das kostet viel Zeit. Und das heißt, es geht meist sehr schnell nach einer anfänglichen Motivation, dass man keine Lust mehr hat, Klausuren zu schreiben. Und das verstehe ich ja, aber es nützt uns nichts, weil Sie müssen Klausuren üben. Und deswegen haben wir uns ein System ausgedacht, wie Sie keine Ausreden finden, wenn Sie mal wieder keine Lust auf eine Klausur haben. Und deswegen haben wir ein System aus drei Bausteinen. Der erste Baustein sind die sogenannten Überraschungsklausuren. Was meinen wir mit Überraschungsklausuren? Sie wissen zwar das Rechtsgebiet, also entweder Zivilrecht oder Strafrecht oder Örecht, aber dann hört's auch auf. Natürlich alles 5-Stunden-Klausuren auf bayerischem Examensniveau, logisch. Aber die sind dann wie im Examen, das heißt, die sind themengemischt. Themengemischt bedeutet zum Beispiel im Zivilrecht, ich bringe ein Beispiel aus dem Zivilrecht, weil ich Zivilrechtlerin bin, da ist gemischt drin Sachenrecht mit Erbrecht und Zwangsvollstreckungsrecht. Eine sehr, sehr beliebte Kombination auch im Bayerischen Staatsexamen. Und deswegen müssen wir das natürlich so üben. Das Problem ist bloß, wenn ich Ihnen jetzt in der dritten Woche, die Sie bei uns im Repetitorium sitzen, so eine Klausur vor die Nasen lege, dann lesen die und Ihr Gehirn denkt sich, oh, Sachenrecht haben wir noch nicht gemacht. Sie haben ein bisschen schlechtes Gewissen, denken sich, ja, also ich könnte es versuchen. Dann kommt der Part mit dem Erbrecht, Ihr Gehirn denkt sich, oh, das haben wir auch noch nicht gemacht. Und dann kommt Zwangsvollstreckungsrecht und dann sind Sie überall aber nicht mehr bei der Klausur, weil Sie eine Ausrede gefunden haben. Das heißt, diese Klausur muss es natürlich geben. Deswegen gibt es die bei uns auch. Auswahl, wöchentlich und so weiter. Aber das allein reicht wahrscheinlich nicht aus. Was ich dazu noch erwähnen wollte, ist, wie sind die Klausuren dann gemacht? Vielleicht auch einfach wichtig. Sie kriegen zu jeder Klausur eine ausformulierte, ordentliche Lösung. Da ist immer eine Gliederung vorne dran. Und dann kommt aber die Lösung wirklich als Fließtext, weil das sehen wir häufig. Dann gibt es zwar so eine Lösungsgliederungsskizze, aber die ist nicht ausformuliert. Und dann wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie nicht ordentlich formulieren oder falsch Schwerpunkte setzen. Aber wo sollen Sie es denn lernen, wenn es Ihnen nicht vorgemacht wird? Und deswegen eben uns wichtig, es ausformuliert mit den richtigen Formulierungen, mit den richtigen Schwerpunkten, damit man Ihnen das ja vorlebt und Sie es da angucken können. Also das zu den Überraschungsklausuren. Und dann habe ich aber schon gesagt, am Anfang finden Sie zu leicht Ausreden. Deswegen gibt es natürlich noch was. Unseren Baustein 2, die sogenannten Abschlussklausuren. Was ist eine Abschlussklausur? Wie der Name schon sagt, die schließt ein Themengebiet ab. Das heißt, die sind kursbegleitend. Wenn Sie zum Beispiel im September anfangen und dann beispielsweise erstmal Handels- und Gesellschaftsrecht haben, dauert das im Kurs so 7 bis 8 Wochen. Und dann, große Überraschung, kommt die Abschlussklausur zum Handels- und Gesellschaftsrecht. 5-Stunden-Klausur, bayerisches Examensniveau, aber nur dieses Stoffgebiet. Und das heißt, da haben Sie eigentlich überhaupt keine Ausrede, diese Klausur nicht zu schreiben, weil das haben wir gerade erarbeitet. Und warum sind diese Abschlussklausuren noch so ganz wichtig? Weil wir da wirklich auch eine kleine Lernzielkontrolle eigentlich mit Ihnen machen. Erstens sehen Sie, ob Sie diesen Stoffbereich abgedeckt haben, weil damit sollten Sie was anfangen können, sonst ist komisch. Und viel wichtiger noch, Sie merken damit sehr früh, ob Sie das Richtige lernen. Denn wenn man dieses Klausurenschreiben immer vor sich her schiebt, viele, wenn sie keine Ausredensicherheit haben, fangen nach einem halben, dreiviertel Jahr Examensvorbereitung erst an, eine Klausur zu schreiben, dann passiert Ihnen Folgendes. Sie haben so viel gelernt. Sie haben so viel Wissen. Und jetzt schreiben Sie die erste Klausur und merken, aber das, was ich eigentlich brauche, Klausurtaktik, Gliederungstechnik, das habe ich nicht gelernt. Ich weiß zwar viel im Gesellschaftsrecht, aber ich weiß nicht, welches Schema brauche ich jetzt an der Stelle, um den richtigen Anspruch aufbauen zu können. Und deswegen ist uns so wichtig, dass Sie früh anfangen mit dem Klausurenüben, damit Sie bestenfalls in der 5. Woche im Kurs schon merken, ich muss mein Lernverhalten umstellen, ich muss die Sachen lernen, die ich letztlich für die Klausur wirklich brauche. Und deswegen ist uns dieser Baustein mit den Abschlussklausuren so wichtig. Uns wird immer vorgeworfen, das ist nicht so examenstypisch. Ja, irgendwo schon, weil ja, meist kommen gemischte Klausuren. Aber nochmal, es hat einen anderen Zweck und der ist, glaube ich, ganz wichtig. Sie haken damit alle wichtigen Themen ab, die man auf dem Weg zum Staatsexamen angeguckt haben sollte. Inhaltlich ist das Ganze beschlossen. Und Sie können sehr früh anfangen, Klausuren zu üben. Und das ist ganz immens wichtig. Sorry, keine Ausreden.
Das gilt auch für unseren dritten Baustein. Was ist der dritte Baustein im Klausurenkurs? Unser Probeexamen. Und da werden Sie jetzt denken, ja, Probeexamen haben wir doch auch an der Uni. Warum brauche ich das nochmal bei Altmann? Weil wir das ein bisschen anders machen als die Uni. Also zum einen inhaltlich. Bei der Uni laufen oft alte Examensklausuren. Finde ich für die Psyche super, super klasse. Wenn ich sagen kann, den alten Examenstermin hätte ich bestanden, dann traue ich mir auch zu, dass ich meinen Examenstermin bestehe. Deswegen, super System, machen Sie das bitte auch. Aber wir versuchen natürlich zum einen inhaltlich eher die künftige Examensklausur zu erraten, als eine alte zu bringen. Und vor allem haben wir auch hier eine Vergleichbarkeit mit ganz Bayern geschaffen. Das wird im ersten Moment für Sie nicht so wichtig sein, aber das ist es tatsächlich. Denn wenn Sie an der Uni das Probeexamen mitschreiben, in Bayreuth, in Erlangen, in Augsburg, was weiß ich, dann stehen Sie da im Vergleich mit allen anderen Studierenden, die das in ihrer Stadt mitgeschrieben haben. Und das ist erstmal schon mal klasse. Aber bei uns läuft das Probeexamen in allen 7 bayerischen Unistädten, wo man Jura-Examen machen kann, tatsächlich auch parallel, weil wir dort überall einen Kurs haben. Und das heißt, da haben Sie einen Vergleich mit ganz Bayern, so wie es wirklich im Staatsexamen ist. Und jetzt wollen Sie sich vielleicht gar nicht vergleichen. Doch, Sie wollen sich vergleichen. Also vielleicht die gute Nachricht, das ist anonym. Das kriegt keiner mit, was Sie da für ein Ergebnis haben. Aber wir machen hinterher so ein Ranking. Und wenn dann halt in ganz Bayern, keine Ahnung, 400 Leute mitgeschrieben haben und Sie sind der 30. von oben, dann ist die Frage, bin ich reif fürs Examen, kann ich meinen Freischuss machen, beantwortet. Wenn Sie der 30. von unten sind, ist die Frage aber vielleicht auch beantwortet. Und es ist halt wichtig, dass man irgendwann mal so einen Meilenstein hat, wo man abprüft, bin ich soweit, sollte ich es jetzt wagen oder nicht. Und das ist unser Probeexamen. Das gibt es zweimal im Jahr, immer einmal im Juni und einmal im Dezember. Und da können Sie einfach wirklich ehrlich und echt Ihren Leistungsstand nochmal anonym überprüfen. Und das haben es halt nur bei uns. Was kommt da noch oben drauf? Ausredensicherheit, es tut mir leid, ich werde Sie nochmal nerven. Das sind auch wieder kursbegleitende Klausuren. Das heißt, wenn Sie bei uns zum Beispiel im März in den Kurs einsteigen, ist im Juni das erste Probeexamen. Jetzt werden Sie denken, ich schreibe doch noch kein Examen. Doch, Sie schreiben Examen. Weil es sind kursbegleitende Klausuren. Die Fächer, die wir gerade machen, kommen dann auch da dran. Und das zweite schreiben Sie dann im Dezember. Und das heißt, dann haben Sie zweimal Examen geübt, bevor Sie ins Examen gehen. Ich will das lieber zweimal üben als nur einmal. Und deswegen nehmen wir Ihnen auch da, sorry, die Ausreden. Das können wir tun und das tun wir auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass wir das auch mit ein bisschen Überlegung tun. Leider können wir Ihnen nicht abnehmen, die Arbeit zu tun. Das heißt, das bleibt natürlich noch bei Ihnen hängen. Aber ich glaube, wenn man schon mal nicht mehr so viele Ausreden hat und ein System dahinter hat, sodass das auch, wenn man das alles mitnimmt, alles abdeckt, dann sollte man ganz gut aufs Examen vorbereitet sein. Das ist auch das, was wir von unseren Ehemaligen hören. Die Arbeit ist Ihre, aber die Unterstützung, die kriegen Sie von uns.